Als dritter Waffenplatz in der Schweiz wird das Frauenfeld die neue Benutzungsordnung eingeführt. Das Ziel dieser ist, den Militärbetrieb sicherzustellen und den Waffenplatz als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung beizubehalten. Ausgearbeitet worden sind die neuen Regeln unter anderem von Vertretern der Stadt Frauenfeld und von Arma Suisse Immobilien, einem Immobilienkompetenzzentrum vom VBS. Durch die Vielfalt der Vereine und der zivilen Nutzung hat sich das für uns aufgedrängt. Es hat auch Signal, andere Sachen veraltet waren, Verkehrslenkung. Und wir haben gleichzeitig eine Verdichtung, die wir planen. Mit mehr Nutzung darauf, auf verschiedene Bauprojekte laufen. Und das ist jetzt so ein wieder die Basis, damit das Zusammenleben zwischen Bevölkerung und Militär auch künftig so funktioniert, wie sich das alle vorstellen. Konkret sind neue Informationstafeln aufgestellt worden. Die sollen die Besucher über die Nutzungsmöglichkeiten des Areals aufklären. Eindeutig kennzeichnet sind so zum Beispiel die nicht zugänglichen militärischen Gebiete, hier auf der Karte rot eingezeichnet, und zum 7,5 Hektar vergrösserten Naturschutzgebiet, auf der Karte grün markiert. Um die Verkehrssicherheit auf dem gesamten Areal zu verbessern, hat Arma Suisse auch neue Bodenmarkierungen und neue reflektierende Verkehrsschilder angebracht. Es ist immer noch ein Waffenplatz. Wir werden immer noch militärische Aktivitäten hier ausgeführt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man einheitliche Regelungen hat, dass klar ist, wo darf man sich aufhalten und wo nicht. Dass auf den Frauenfeldern allmend dank der Benutzungsordnung jetzt klare Verhältnisse herrschen, freut auch der Stadtpräsident. Das Wichtigste ist, dass man klare Grenzen gesetzt hat. Wo ist das Naturschutzgebiet und wo ist andere Nutzung auch möglich? Und diese klare Grenzbereinigung, die hat es gebraucht, damit alle zusammen wissen, aha, ab da gilt jetzt Naturschutz und ab da können wir zum Beispiel den Hund auch wieder frei laufen lassen. Gebraucht hätte es die Klarheit laut dem Anders Stockholm aber auch, dass alle Leute mit ihren ganz unterschiedlichen Interessen gut auf dem Waffenplatz aneinander vorbeikommen.